Hey, willkommen zurück hier auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit der Frage, du hast es schon im Titel gelesen, solltest du die Frau anlügen, was das Alter angeht? Das ist eine Frage, die ich letztens in den Kommentaren bekommen habe. Ist aber auch so eine Sache, die ich manchmal mit meinen Coaching-Teilnehmern bespreche, manchmal mit Leuten bespreche, mit denen ich arbeite. Das sind dann tendenziell eher die Jüngeren, aber ich weiß auch, dass ältere Männer über diese Frage nachdenken und deswegen will ich heute mal mit dir darüber reden. Und wenn du so willst, könntest du es ja auch als Erweiterung sehen. Die Frage ist ja nicht nur, sollte ich die Frau anlügen, was mein Alter anbetrifft, sondern die Frage ist ja mehr, sollte ich die Frau generell anlügen, um das zu bekommen, was ich will. Das ist ja die Überlegung dahinter, ne? Und ob du jetzt Alter sagst oder irgendwas anderes, also je nachdem, wo du lügst, macht ja am Ende des Tages eigentlich nicht den Riesenunterschied. Natürlich im Härtegrad macht es einen Unterschied, aber es ist das gleiche Grundprinzip. Und natürlich könnte man erstmal sagen, und ich sage dir erstmal meine Meinung dazu, auf der grundlegendsten Ebene finde ich es moralisch gesehen falsch zu lügen. Ich hätte keinen Bock, dass man mich anlügt, deswegen möchte ich auch andere Leute nicht anlügen. Habe ich das immer schon so gemacht? Nein. Habe ich früher Leute angelogen? Ja, also ich habe selber fragwürdige Sachen gemacht in der Vergangenheit, was natürlich nicht bedeutet, dass man das jetzt für den Rest der Zukunft auch so machen muss. Denn es gibt natürlich so etwas wie einen Lernprozess, im Laufe dessen man sich eben verändern kann, offensichtlich. Das heißt, ich finde es erstmal falsch, vom moralischen Standpunkt aus gesehen. Aber das ist nicht das, worüber ich mit dir hier in diesem Video sprechen möchte. Ich möchte dir andere Gründe liefern, warum ich es trotzdem für unklug halte, die Frau anzulügen, was das Alter betrifft oder was irgendwas anderes betrifft. Da kommen wir gleich zu. Aber wie gesagt, vom moralischen Standpunkt aus finde ich es einfach falsch. Aber das kann man natürlich auch so sehen, wie man will. Das ist ja, du kannst das moralisch anders empfinden als ich. Ich hatte mal einen Freund oder ich kenne jemanden, der das viel gemacht hat. Der hat tatsächlich spezifisch immer mit dem Alter gelogen, ne? Also witzigerweise war genau das die Sache, die er immer gemacht hat. Und natürlich hat ihm das Erfolge an Stellen eingebracht, wo er sonst vielleicht keinen gehabt hätte. Das heißt, Frauen, die ein bisschen jünger waren, die ihn irgendwo attraktiv gefunden haben, aber die vielleicht Nein gesagt hätten, wenn sie erfahren hätten, wie alt er wirklich ist, haben dann Ja gesagt. Das heißt, kann man mit Alter lügen oder Lügen generell Erfolg haben, den man sonst vielleicht nicht hat? Absolut. Ist das ein Grund dafür zu lügen? Finde ich nicht. Muss man für sich selbst bestimmen. Wie gesagt, ich finde es einfach falsch. Ich übergebe die Verantwortung rüber an dich. Kann dir ja nur sagen, wie ich das empfinde. Ich würde es nicht machen. Und was dann halt passiert ist, dass er mal witzigerweise, also nur um dir mal zu zeigen, was passieren kann, dass er eine Frau kennengelernt hat, die beiden sind dann zusammengekommen, aber er hatte ihr am Anfang ein falsches Alter erzählt. Und es ist dann darin geendet, dass sie auch nach Monaten des Zusammenseins noch dachte, er wäre so alt, obwohl er eigentlich viel älter war. Und der Punkt ist einfach, aus einer Lügenstruktur kommst du ja auch nicht wieder raus. Auf kurze Zeit gesehen, wenn du dann mit der Frau einen One-Night-Stand hast, mag das vielleicht funktionieren, das ist immer noch falsch dann, aber dann ist diese Lügenstruktur, die du aufbaust, nicht das Problem, aber es kann halt auch zu einfach saublöden Situationen führen. Und das Problem ist, wenn du einmal anfängst zu lügen, dann machst du es halt wahrscheinlich wieder. Das ist das andere Problem. Aber der eigentliche Grund, wenn man jetzt mal von der moralischen Frage absieht, wo ich sage, okay, ich finde es einfach eine falsche Handlung, der eigentliche Grund, warum es auch ein Problem ist, wenn man, wie gesagt, das moralisch außen vor lässt, ist, dass es was mit deinem Selbstwert macht und nicht auf gute Art und Weise. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist bei einem Bewerbungsgespräch und man fragt dich etwas und du hast das Gefühl, okay, um jetzt hier in diesen Job aufgenommen zu werden, muss ich lügen und musst so tun, als ob ich kompetenter bin, als ich es eigentlich wirklich bin, ne? Und dann erzählst du den anderen oder erzählst du dem Typen, der dieses Gespräch führt, erzählst du ihm irgendwas, um ihn halt von dir zu beeindrucken. Und was du damit machst, und das ja merkt man natürlich nicht in dem Moment, aber wenn man ein bisschen psychologisch darüber nachdenkt, dann erschließt sich einem das. Was du in diesem Moment machst, ist, du kommunizierst dir selber, hey, so wie ich bin ich nicht gut genug. Was ja in diesem Fall der Bewerbungssituation auch nicht unbedingt falsch ist und auch nicht unbedingt ein Problem ist. Das heißt, wenn du dich jetzt irgendwo bewirbst, aber du hast noch nicht die Kompetenz, dort zu arbeiten, dann ist es ja auch nicht schlimm und unglaublich selbstwertzerstörend, wenn du dir eingestehen musst, okay, ich bin vielleicht noch nicht kompetent genug. Das ist ja völlig in Ordnung. Es ist ja nicht schlimm, nicht kompetent genug zu sein. Das ist ja ebenfalls eine Sache, die sich entwickeln muss. Das ist etwas, was man lernen muss. Das heißt, es ist normal und nicht schlimm, in etwas nicht kompetent zu sein. Aber wenn du das auf persönlicher Ebene machst, wenn du also sagst, hey, ich als Person, ich so wie ich bin, mit meinem Alter, mit meinem, keine Ahnung, Aussehen, mit meinem
alles Mögliche, über das du lügen oder das du verzerren könntest, bin nicht gut genug. Das ist eben genau die Kommunikation, die stattfindet, wenn du anfängst zu lügen über gewisse Charaktereigenschaften. Das heißt, da findet eine gewisse Nicht-Akzeptanz deines Selbst statt. Und was du damit halt machst, ist, dass du dir auf Dauer und deinem eigenen Selbstwert auf Dauer schadest. Und das ist das eigentlich große Problem. Lügen ist so ein bisschen wie ein Kurzzeitfix. Also Lügen ist so ein bisschen wie Drogen zu nehmen, um sich von Schmerz abzulenken. Das mag im ersten Moment funktionieren. Also du lügst, um das Ergebnis zu bekommen. Ja, ich lüge, dass ich vielleicht älter bin oder jünger oder wie auch immer sich das jetzt ausgeht in der spezifischen Situation, um das Ergebnis, nämlich die Frau hier am Ende, zu bekommen. Das Problem ist aber, dass es auf lange Sicht gesehen nachteilhaft für dich ist. Das habe ich ja eben erklärt. Auf lange Sicht gesehen, wenn du dann zum Beispiel mit der Frau zusammenkommst, wird es natürlich mega Probleme geben, weil du in diesem Lügenkonstrukt gefangen bist. Aber auf lange Sicht gesehen wirst du damit auch deinem eigenen Selbstwert schaden. Und deswegen ist es eine Kurzzeitlösung, die auf lange Sicht nicht funktioniert. Und wenn es dein Bestreben ist, was es hoffentlich ist, wenn du jetzt hier auf meinem Channel bist oder was ich dir hoffentlich auch mitteilen kann, wenn es dein Bestreben ist, dich als Person und als Mann weiterzuentwickeln und zwar auf einer positiven Art und Weise oder auf eine positive Art und Weise, dann musst du dich eben von Kurzzeitlösungen verabschieden und dann musst du dich vor allem von Dingen verabschieden, die deinen Selbstwert und dein Selbstbewusstsein kaputt machen. Das ist ungefähr so, als würdest du einfach keine Grenzen in deinem Leben setzen und die ganze Zeit Leute deine Grenzen überrollen lassen, also dich ausnutzen lassen. Das ist auch so eine Sache. In dem Moment ist es vielleicht angenehm für dich, weil du keinen Konflikt suchen musst, aber auf lange Sicht gesehen schadet es deiner Persönlichkeit oder, wenn du so willst, deiner Persönlichkeitsentwicklung, je nachdem welchen Begriff du da einfügen möchtest. Das heißt, was du mit der Lügerei machst, ist, du schadest dir auf Dauer selbst, plus du schadest natürlich offensichtlich auch den anderen Leuten, weil wenn du einer Frau erzählst, du bist älter oder jünger, als du eigentlich bist, und dann lässt sie sich voll auf dich ein und findet das eben später raus, dann ist sie halt, macht sie eine schlechte Erfahrung mit dir als Mann und manche Leute tendieren eben dazu, sowas dann zu generalisieren und zu sagen, oh, alle Männer sind schlecht oder alle Frauen sind schlecht, weil sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, wenn man eben viele schlechte Erfahrungen macht, dann kann man diesen Eindruck eben auch bekommen, offensichtlich. Das heißt, du schadest dir, das habe ich hoffentlich hier erklärt, du schadest der anderen Person. Wir haben den moralischen Standpunkt, den wir hier außen vor lassen wollten, wie gesagt, aber der natürlich eine Rolle spielt. Und insofern, nein, du solltest die Frau nicht anlügen, was dein Alter anbelangt und auch in keiner anderen Art und Weise. Eben aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Verabschiede dich von diesen Kurzzeitlösungen, verabschiede dich von irgendwelchen komischen Abkürzungen, sondern geh den langen und vielleicht anstrengenden Weg. Dann verlierst du eben ein paar Frauen, weil es alterstechnisch nicht passt, auch wenn das in manchen Hinsichten vielleicht ein bisschen schwachsinnig ist, weil das Alter nicht der unglaublich entscheidende Faktor ist, was er wirklich nicht ist. Dann verlierst du dort eben ein paar Frauen, die du vielleicht sonst mit Lügen bekommen hättest, aber stärkst auf Dauer dich selbst, stärkst auf Dauer deine eigene Persönlichkeit. Das ist genauso wie, wenn du Frauen gehen lässt aus deinem Leben, die dich schlecht behandeln oder die deine Grenzen nicht respektieren oder die sich einfach mies verhalten, was immer wieder passiert. Oder immer wieder passieren kann, weil Menschen eben, es gibt einfach Menschen, die können kein angemessenes Verhalten an den Tag legen, Männer sowie Frauen. Und wenn du diese Leute eben nicht aus deinem Leben dann auch irgendwann rausschmeißt, nachdem du gesagt hast, hey, guck mal, so geht's nicht, dann schadest du eben auch deinem eigenen Selbstwert. Und ne, das sind ungefähr Sachen, die sich gleich auf deinen Selbstwert auswirken, nämlich sehr negativ. Das also zu deiner Frage. Wenn es dazu noch Fragen gibt oder andere Fragen, die du gerne hier in einem Video beantwortet haben möchtest, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns bald im Video wieder. Dir wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao.